Hallo Abonnenten, was war das für eine verrückte Woche? Schneechaos im Münsterland. Ich weiß, wir jammern immer schnell und die Bayern lachen sich kaputt, aber hier ging wirklich nichts mehr. Der Schnee war so hoch, dass man mit dem Auto nirgendwo hinkam, ohne stecken zu bleiben. Deswegen sind die ersten zwei Tage auch DHL ausgefallen und ich war super happy, dass am Mittwoch dann mein Ludger, mein DHL-Mann, wieder gefahren ist und Gott sei Dank auch rechtzeitig noch die Valentinstagspakete mitgenommen hat, die heute alle noch die allerletzten in der Auslieferung sind. Ich hoffe, dass alles klappt und nicht vor Ort noch jemand schlapp macht oder diejenigen nicht da sind, die das bekommen sollen. Und das Abo ist auch geschafft, soweit. Die allerletzten Pakete packe ich nachher noch ein und gehen dann spätestens Montag raus. Es werden immer mehr. Irgendwann muss ich noch eine zweite Kraft einstellen, nur für das Abo. Aber naja, ich will mich nicht beklagen über den Erfolg. Ich freue mich sehr, dass es so gut angenommen wird und auch über die vielen positiven Rückmeldungen, wie sehr sich die einzelnen Leute freuen, wenn sie das geschenkt bekommen oder zugesendet bekommen. Was gibt es diesen Monat im Abo? Februar 2021. Ich habe diesen Monat, ich sag mal, eher so ein bisschen die Klassiker im Programm und ein neues Experiment quasi, wie letzten Monat schon angekündigt. Ich habe diesmal die große Packung da zum Zeigen. Ich dachte mir, ich zeige euch diesen Monat mal was anderes, eine andere Größe. Aber es sind natürlich die gleichen wie im Kleinen, nur dass das hier eben die doppelte Menge ist. Also, die erste Sorte, der Maracaibo Schokoladentrüffel, bekannt, beliebt und sehr lecker. Und das zweite ist eben diese Highlight-Praline. Das ist ein Rezept von Chef Jungstedt aus Schweden. Und das ist hier ein sogenannter Lemon Cheesecake. Also das ist eine Frischkäse-Ganache und ein Zitronengelee. Sehr lecker und erfrischend, tatsächlich auch fast schon ein bisschen sommerlich. Ich bin aufs Feedback gespannt, gebt mir Bescheid. Ich fand es ganz gut. Wenn auch hier meine Nougat-Liebhaber wieder sagen werden, nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen Nougat. Und den gibt es auch hier im Dulce Espresso. Espresso Karamell auf einem Dulce Haselnuss-Nougat. Die Dulce ist die Karamellschokolade von Valrhona. Super lecker. Und vor allen Dingen, ich zeige es einmal, die Dulce ist so ein bisschen auch mein kleiner zweiter Stolz nach der blauen. Die hat noch einen zartbitter Boden. Also die Hülle ist aus der Dulce und der Boden ist aus zartbitter, damit das, was zum Schluss im Mund bleibt, nicht süß ist, also das im Abgang, sondern eher herb. Wenn ich erst quasi eine der wenigen Konzeptpralinen, bei der ich mir Gedanken gemacht habe, auch über den Geschmacksverlauf. Also nicht nur insgesamt den Eindruck, sondern ja, was im Mund passiert. Und die werde ich dieses Jahr zum Wettbewerb einreichen. Mal gucken, ob wir eine Chance haben. Und als vierte Sorte, nur im Kleinen und im Großen, die Himbeer-Mandel-Nougat-Herzen. Passend zum Valentinstag, habe ich mir gedacht. Genau, das sind die Pralinensorten. Als Tafel diesen Monat haben wir Espresso-Vanille. Das ist hier die Zartbitter, unsere Zartbitter-Schokolade 65% mit feinem Espresso-Pulver, schön herb. Und als Gegensatz dazu dann eben die weiße Edelweiß nochmal mit Vanille auch zusätzlich, mit echter Vanille verrührt und angemengt und getoppt damit. Das gibt einen herrlich süß-kräftigen Geschmack und ich bin gespannt, was ihr mir meldet. Und nächsten Monat gibt es mal wieder Vollmilch, versprochen. Nachdem wir ja im letzten Monat eine dunkle Vollmilch hatten, die Bean to Bar, und diesen Monat zartbitterweiße, kommt auf jeden Fall wieder Vollmilch nächsten Monat. Dann haben wir in der Snackdose ein Klassiker, die Vollmilch-Haselnüsse, also Piemonteser Haselnüsse, karamellisiert für den Extra-Knack in unserer feinen 38%igen Vollmilch-Schokolade. Ganz klassisch, aber mega lecker. Und ich dachte mir, nachdem einige
unglücklich waren, also was heißt unglücklich, im Januar, die waren nicht so begeistert von den Joghurt, weißen Joghurtmandeln, das ist mir auch klar, die einen gehen in die Richtung, die anderen in die Richtung vom Geschmack her, dachte ich mir, ich besänftige jetzt mal meine Gemüter, meine unruhigen Gemüter mit einem Klassiker und schmeckt sowieso immer geil. Hat auch mal wieder gereicht, nur bis zur letzten Dose. Deswegen muss ich auf jeden Fall noch eine Produktion machen und dann gibt es die demnächst auch wieder im Shop zu bestellen. Versprochen. Aber erst übernächste Woche, denke ich, weil ich freue mich riesig. Ich habe nächste Woche mal wieder einen Firmenauftrag, einen größeren. Die Firmen kommen so langsam wieder ein bisschen aus dem Corona-Loch gekrochen. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber nächste Woche habe ich erstmal einen Firmenauftrag. Ich freue mich. Und dann haben wir natürlich noch das Goodie im kleinen und im großen Paket. Passend zum Valentinstag ein Herzlolli mit weißer und Vollmilchschokolade und mit Himbeer-Crispies. Bisschen was Säuriges, Knackiges zum Genießen. Genau, das war das Abo im Februar. Nächsten Monat geht es straff auf Ostern zu und es gibt die Diamanteier. Also darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ich freue mich schon drauf. Es ist mega viel Arbeit, weil es ist ja eine Doppelpraline, eine Doppelform. Das heißt, wenn ich 800 Eier verkaufe, muss ich aber 1600 Pralinen machen. Und die werden ja dann zusammengeklappt. Aber die sind einfach so wunderschön und lecker, dass ja, ich bin froh, dass Ostern nur einmal im Jahr ist und dass es zu Weihnachten keine Doppelform gibt. Danke, liebe Sanella, dass du so gut mit durchgepowert hast diese Woche, dass du mich unterstützt hast. Nervlich wie tatkräftig. Wir sind ein super Team, wir machen das. Nächsten Monat geht's wieder weiter. Und ja, Ludger, wie immer, DHL-Mann, allerbester, der mir immer meine Pakete abnimmt und mir ganz, ganz viel Nerven, Krieg und Zeit erspart, die ich sonst in die Filiale bringen müsste. Gibt es sonst noch was? Nö. Ich glaube nicht. Corona-Frisur, seht ihr? Also ich glaube, man kann bei mir auch super die letzten 4 Monate meine Frisur vergleichen. Ja, ich befürchte, nächsten Monat habe ich immer noch keine kürzeren Haare, weil jetzt nur die Stammkunden angerufen werden. Gibt's sowas? Mein Mann kriegt zuerst einen Friseurtermin und ich krieg keinen. Naja. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ob ich euch mit Haarhaube gegenübertrete, die ich ja eh immer in der Küche aufhab. Ich habe es mir dann doch gespart. Aber mal gucken, wie es nächsten Monat aussieht. Oder ob ich dann schon einen Zopf machen muss und kann. Naja, gibt Schlimmeres. Also ich wünsche euch was. Ich freue mich, wenn der Schnee jetzt wieder weggeht, weil ich habe keinen Schnee gebraucht. Aber ich habe gestern im Radio gehört, die Borkenkäfer sterben dadurch aus, wenn es so kalt ist. Das ist gut. Die Natur braucht das. Und dann kommt bald der Frühling. Und wir sehen uns nächsten Monat wieder. Bis dann!